Sehr toll. So, jetzt müssen wir hier mal Gamer seine Frage beantworten. Wie finden wir die Grafik? Ja, also nochmal gesagt, also wir spielen ja nochmal die PS4-Version. Wie gesagt, inwiefern es jetzt zur One-Version unterscheidet, habe ich leider noch nicht direkt gesehen, kann ich nicht sagen. PC-Version wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schöner sein. Gut. Siehst du auch so? Ja, also für ein Open-World-Spiel sieht es schon nett aus. Also was ich ja immer mag, ist so ein Zeug hier, dass der Wind hier durch die Planen weht, ne? So, ja, so ein Zeug stehe ich ja. Und dass man die Spuren im Schnee sieht und so weiter. Also ich bin jetzt auch gerade, also gerade bei Tageslicht, so wie jetzt, wenn die Sonne scheint, finde ich es echt sehr, sehr nice. Mhm. Am Ende muss man aber einfach realistisch sein. Es bleibt ein Open-World-Spiel. Die Texturen sind, umso weiter man auch gerade wegguckt, dann auch umso matschiger. Aber ich finde es sympathisch. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier ein hässliches Spiel überhaupt nicht. Also Schattensystem, ich stehe auch eher auf die Details. Also man sieht auf jeden Fall, okay, grafisch könnte es natürlich irgendwo besser sein. Da wird wahrscheinlich dann auch sowas wie The Order oder so, was halt wirklich komplett vorprogrammiert ist, linear und geskriptet und auch ohne Open-World und alles, natürlich wesentlich besser aussehen. Aber ich finde auch, dass eben, es geht in erster Linie ja nicht um Grafik, sondern um Atmosphäre. Und das ist halt viel mehr gegeben, wenn du... Oh, schön. Danke. Das ist viel mehr gegeben, wenn du hier... Also Ubisoft hätte sich über die... wenn du hier überall so Ratten hast, über den Boden huschen... Warte mal, Zivilist wird gescannt. Oh, cool. Man scannt ja Zivilisten. Das ist ja nice. Bedürftiger Zivilist. Ich kann dir mal ein Medikit geben, aber ich habe leider keinen. Das tut mir leid. Und er rennt auch von dir weg. Wie hast du ihn denn gescannt? Automatisch, keine Ahnung. War nicht mit Absicht. Ach so, okay. Und ich finde auch sowas wie hier zum Beispiel der Schatten, dass er sich physikalisch korrekt verhält, das ist super. Ja, das die Spiegelungen im Wasser sind der Hammer, also das ist wirklich richtig fett. Also du hast wirklich, wenn du nachher so nasse Gebiete hast, das ist wirklich absolut physikalisch korrekt, dass du die Gebäude an der Seite siehst und so. Ja, das ist sehr nice. Die Raucheffekte sind toll, also das sind so Sachen, auf die ich halt auch eher Wert lege. Und das ist dann halt okay, dass die Texturen jetzt, wenn man hier zum Beispiel rangeht und sich jetzt hier vor die Wand stellt und dann sieht man, boah, okay, ist halt einfach wirklich, das ist halt, boah, ja, genau, also erfüllt seinen Zweck, es sieht okay aus, aber jetzt nicht atemberaubend, aber das ist auch nicht das, was man hier erwarten würde, würde ich sagen. Genau. Gamer sagt gerade noch, also die Details sind, oder es sind viele schöne Details, wie du auch gerade gesagt hast, ne, so genau, der Rauch, genau, der durch die Deckel kommt, die Ratten, die durch die Gegend laufen, aber klar, die Weitsicht ist auf dem PC natürlich höher, die Texturen sind auch ein bisschen schärfer, aber ist ja auch nachvollziehbar. Ja, also auf dem PC können wir es halt leider nicht spielen, weil McGrath nun mal bloß so ein ja, also weil er halt nur PS4 gekauft hat, anstelle von einem Gamer-PC. Sagen wir es mal so. Willst du gerade meine Ausstellung? Nee, deine Ausstellung ist super. So wie du sie benutzt, ist sie perfekt. Aber du hast keinen guten Rechner. Das ist eine Tatsache. Das stimmt. Das liegt einfach daran, dass ich mit YouTube und Twitch kein Geld verdiene. Das ist das Problem. Liebe Zuschauer, spendet bei Twitch, spendet, dass das Zeug hält, damit wir Geld verdienen und McGrath sich ein Gaming-PC leisten kann. Das ist ein guter Plan, lieber Rubli. Eine sehr gute Idee. Das ist absolut, würde ich auch sagen. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, dass ihr das in... Und es reicht vollkommen, wenn jeder 250 Euro spendet. Das reicht vollkommen aus. Oh, da sind Gegner vorne. Ich halte mich mal links, okay? Aber ich finde auch cool, wenn man die Autotüren zumacht, wenn man dagegen langläuft, ne? Das stimmt. Bist du bereit? Können wir schießen? Ach, so wundervolle Details. Es ist ein Traum. Stufe 4 Gegner. Ready? So. Nehmen Sie aus Korn. Ach, der ein Rückstoß ist, glaubst du nicht? Ja. Okay. Du warst ganz schön langsam. Was ist denn los? Ich war langsam. Ich sag doch, die Waffe hat Rückstoß. Ja, irgendwie schon. Oh ja, SFZ später. So, Gamer hatte noch geschrieben, das hatte ich irgendwie echt übersehen. Stimmt, an diesem Brett in dieser sicheren Zone, da hätte man sich auch noch Missionen holen können. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ja. Echt? Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt auch mitgilt. Ach, das war der Moment, wo du gesagt hast, dass die Sachen auf der Karte freigeschaltet wurden. Ich wusste nicht, was du meinst. Ja, das war, als ich. Guck mal, jetzt hier mal ganz kurz. Achtung. Das ist cool mit den Türen. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist cool. Ah. Warte, ich will auch eine Tür zu machen. Ich will auch eine Tür zu machen. Aber ich sehe es zumindest. Ja, also such dir eine und dann schließe Türen, die du magst. Ja, ich will auch eine Tür. Ah, hier ist eine. Achtung. Oh, ah, ja. Yeah. So ist sie wundervoll. Ein tolles Spiel. The Division ist ein unglaubliches Spiel. Aber die haben schon auf ein... Und noch eine Tür. Hier. Oh, zwei Türen. Achtung. Doppeltür. Hey, die haben schon auf eine Sache haben die aber geachtet. Dass die Türen tatsächlich bei keinem Auto so weit offen sind, dass man sich fragen könnte, warum man nicht einsteigen kann. Boah, und weißt du, was ich gerade gesehen habe? Das war geil. Als du hinten auf dem Pickup draufgestiegen bist, hat echt der Stoßdämpfer nachgegeben. Nein, wirklich? Steig mal auf. Guck mal, pass auf, ich kletter hoch. Achtung, pass auf. Oh, geil. Ein bisschen spät. Geil? Also erst in dem Moment, wo du draufstehst wirklich und nicht. Guck mal, also wenn ich jetzt raufklettere. Siehst du?
dem Moment, wo ich stehe oben. Nicht ja, schon, wo ich die Hände aufstütze und mich hochschiebe. Aber es ist super cool. Das ist echt ein super geiles Feature, ja. Also, alleine dafür hat es sich gelohnt, das Spiel zu kaufen. Ich bin jetzt können wir es beiseite legen und in den Schrank stellen, würde ich sagen. Warte mal, oh, warte mal. Diese Tür ist so weit auf, dass man vielleicht... Nee, nee, das war... Ja. Oh. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht doch irgendwie ins Auto steigen kann. Es gab ja diesen Einschalter, den... So, Gamer schreibt gerade, er hat auch eine PS4 und eine Xbox One und sein PC ist veraltet. Ja, siehst du, er hat dasselbe Problem. Genau, also spendet auch für... wie ist der Gamer? Gamer 7. Genau, spendet nicht nur für McGrath, sondern auch für den Gamer 775. Ja, auf Ratten schieße ich. Ich würde sie als Ratten bezeichnen. Diese kleinen Ratten, die unsere Basis hier angreifen. Guck mal nach links, guck mal hinter dich. Hallo. Was ist denn da? Da bist du. Ja, überall Gegner. Wohin? Konzentrier dich mal. Wo redest du denn? Ja, der war 2 Meter weg von dir. Bin ich gesehen. Nee. Oh ja, der hat dir in den Kopf geschossen, aber egal. Ja. Falls du jetzt Kopfschmerzen hast, keinen Schaden von ihm bekommen. Ja, wirklich nicht. Also ich. Der könnte auch gerade an die KI geschossen haben, das kann auch sein. Und Gamer hat dem Spiel einen wundervollen neuen Titel gegeben, nämlich den Türsimulator 2016. Herzlich willkommen. Sehr gut. Linke Flanke, mach mal den bitte, der greift mich sonst an. Okay, ist tot. Mach das, Mutti macht das. Sehr gut. Mutti macht das. Ja, da ist die Reichweite nicht so doll bei der Waffe. Ich hätte gerne Schrotflinte neue. Grünes Blut bedeutet immer was Gutes. Genau. Ja? Oh, was besonders. Strafvollzugsholster. Oh, eine bessere Stumpf. Ich mach das jetzt wie du immer. Wenn ich irgendwas Tolles entdecke, dann. Ich mach das ja nur, wenn es wirklich was Gutes ist. So, weißt du? Ja, nee, und das steigert immer die Spannung, weil man will dann wissen, was ist es denn? Was ist wieder es abnehmen? Denn? Warte mal, kann. Kann ich auch Sachen wieder abnehmen? Kann man auch Mods wieder entfernen? Ja, indem sie die, also mindestens, also vorhin habe ich eine automatisch abgelegt, indem ich sie auf eine andere Waffe draufgepackt habe. Habe ich es jetzt abgelegt oder angelegt? Jetzt ist es abgelegt, glaube ich. Okay. Ach ja, da gucke ich doch auch mal rein. Ich habe halt Inventar. Oh ja, ein Ausrufezeichen. Ich habe halt jetzt ein neues Sturmgewehr bekommen, was halt besser ist. Oh. P416. Die nehmen wir jetzt natürlich und wird natürlich auch gleich angepasst. Das ist ja toll. Ja, fand ich auch. Aber um eine Mod anzulegen, muss man immer, das habe ich schon richtig verstanden, muss man immer auf die Waffe gehen, ne? Ja, ich glaube, man muss die tatsächlich auch wieder abnehmen direkt, oder? Aber man kann ja auch Sachen visualisieren, sehe ich gerade. Hallihallo. Warte mal, wie mache ich denn das? Hallihallo. Und wie geht das nicht? So. Mod? Ah, nee, visualisieren heißt einfach nur, ich sehe die Waffe und kann sie mir frei angucken. Okay. Das stimmt, genau. Kannst du schön einen Screenshot machen und die als Poster ausdrucken. Genau. Habe ich irgendwas anderes noch gefunden? Ich glaube nicht, nee. Okay, dann können wir mal aufhören, im Inventar rumzuschimmeln und vielleicht mal endlich weitergehen hier, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Danke. Das ist eine sehr gute Idee. Moment, ja. Ja. So, wo bist du denn? Da bist du. Oh, du hast eine Mütze auf. Hattest du vorhin schon eine Mütze auf? Ach nee. Vielen Dank, das sind meine Haare. Deine Haare sehen aus wie eine Mütze. Weißt du das eigentlich? So, warte mal. Hashtag Master Race. Du solltest dir mal einen neuen Friseur nehmen. Ja, ich glaube auch. Vielleicht auch bessere Freunde. Da kann man doch nicht durch. Da kann man doch nicht rumlaufen. So, was steht da oben? Bicycles Only? Was? Oh. Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Bessere Frage, warum lassen sich Türen nicht öffnen mit einer Aktionstaste? Das fände ich aber auch cool, wenn man Türen aufmachen könnte, um die als Deckung zu nutzen, weißt du? Ich habe nämlich einen Trailer gesehen, auf jeden Fall, da hat der Charakter das gemacht. Und es wäre auch cool, wenn das gehen würde. Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr gute Idee, Achtung, aber da hat wahrscheinlich einfach... Ja, da gab es wahrscheinlich einen Praktikanten zu wenig. Wahrscheinlich. Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Okay. Warte mal, hier vorne müssen wir mal hin. Schaffen Sie sie sofort her. So. Packen wir mein Schild aus und dann geht's richtig los hier, Leute. Kann ich auch meine andere Waffe jetzt nehmen? Nee, kann ich bloß die Sekundärwaffe nehmen in dem Moment? Das ist ja echt schade. Ich gehe mal hinter dich und versuche mich mal mitzudecken hinter deinem Schild. Oh, das ist cool. Ich glaube, das geht trotzdem schief. Nee, Granate! Nein! So, ich soll dich von Gamer975 schön grüßen, Ruck. Vielen Dank! Grüß zurück! Er hört mich ja nicht. Ich soll sogar explizit liebe Grüße aus. An Robli? Entschuldigung. Ja. Fand ich gerade witzig. Tut mir leid. Der war nicht so gut. Achso. Vielen Dank für die lieben Grüße. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Der war echt nicht gut. Ich hab nicht verstanden. Der war echt nicht witzig.
Warte mal, ich wechsle mal ganz fix die Deckung. Das ist ganz, ganz ungünstig hier. Vielen Dank, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe hier voll die netten Zuschauer. Ich meine, von deinen Zuschauern grüße ich mich. Du weißt schon, dass gleich Grüße kommen werden. Oh, hinten ist wieder so ein Gelber, pass auf. Da wird wieder nur jemand sagen, dass ich keinen Arsch in der Hose habe oder sowas. Stimmt, die. Also die haben es am Anfang tatsächlich schon geschrieben, ich habe es nur vergessen zu sagen. Also da haben schon alle von meinen 100 Zuschauern alle geschrieben so, ey, grüß mir mal den McRife und so, ist voll der coole Typ. So, und so, weißt du? Wer ist denn, ja klar. Wer ist denn die Tante mit dem blauen Quasi, also ich habe das jetzt einfach übersetzt von Hinterwäldler zu Deutsch, so, weißt du? Also ich meine natürlich die anderen Abonnenten, ich meine natürlich nicht die ohnehin schon schreiben. Ich loote mal ganz fix. Oh, verstärkter Griff. Der gelbe Gegner war der in der Beta auch in den Kampf. Doch, der war auch. Aber da hast du nicht so wirklich gekämpft. Da weißt du, das waren Götzler und ich, die ihn gekillt haben. Siehst du, was er da an der Backe hat? Ja, ich sehe es. Oh, Alter, ja, der ist abgeschmissen. Der hat die Haftgranate abgenommen und hat sie wieder weggeworfen. Ah, fuck, keine Muni mehr für die Waffe? Das ist ja mal mies. Guck mal her hier. Das ging flott, die Waffe. Echt gut Damage. Das war eben nice. Also das heißt, man muss die Haftgranate sehr schnell zünden, weil sonst reißt er sie quasi wieder vom Körper. Das ist echt cool. Ja, finde ich auch gut. Das ist echt ein cooles Detail. Die macht einen Damage, die Waffe. Hallo, diese kleine MP. Krass. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Gleich. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Okay, können gleich in die Basis. Warte mal ganz kurz, McGrath. Ich habe so ein bisschen Loot gefunden. Also wirklich nicht viel, jetzt auch nicht großartig erwähnenswert oder sowas. Aber schon besser. Also einfach mal reingucken, ne? Mhm. Genau. Deswegen einfach mal ganz kurz mal hier so den Waffen ein bisschen anpassen und sowas, dass man jetzt hier, guck mal, ich habe hier nämlich bei der Mündung war nicht, aber ich habe einen Griff bekommen. Glaube ich. Erst ab Stufe 5, schade. Das ist cool, der kommt gleich direkt mal ran hier. Ist ja auch cool, dass die Waffen dann gleich viel, viel fetter aussehen, wenn du sowas hast. Oh, was ist denn das hier oben? Achso, ist ein Outfit, ein Paint. Okay, cool, ist trotzdem nice. Dann kann ich auch hier an die Waffe nochmal ganz kurz auch nochmal eine Mod ranschmeißen, das ist auch cool. Unterlauf und nehmen wir hier, zack, vertikaler Griff, ein Ocker. Sehr gut. So, ich gucke auch nochmal schnell, ob ich hier was modden kann. Was habe ich denn hier? Oh, der hätte jetzt nice. Oh, das sind so Sachen, die sind einfach fantastisch. Oh, das ist aber auch dieser Detailreichtum. Hallo. Das ist unglaublich. Du darfst gleich meine Hände bewundern, die sich an meinem langen, stählernen Lauf befinden. Ja, solange sie sich an deinem Lauf befinden und nicht woanders, ist alles gut. Okay. So, zeig mal. Achte mal auf meine Hand. Siehst du das bei meiner Hand? Ich habe jetzt da so einen kleinen Griff angemacht, der so abgeschrägt ist. Und er hält die Hand tatsächlich Ich dachte, du hast irgendwie einen besonderen Handschuh. Der hält jetzt die Waffe tatsächlich auch so. Das ist richtig gut. Und bei der anderen habe ich jetzt auch so einen Griff dran. Und der hält die auch an dem Griff. Das finde ich halt richtig cool. Ja, das sind so Details einfach. Aber auch vor allem bei dem hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das entsprechend in die Handhaltung mit eingegangen wäre. Aber es ist tatsächlich so, dass er echt die Hand da so ein bisschen schräg dran hält. Das ist super cool. Ja. Nicht schlecht. Ja, fand ich auch. So, oh, und du hast von der Sleeper Agent Edition hast du dieses Ding am Ärmel. Schau hast mal. Du das nicht? Achso, hast du auch, ja. Na doch. Ach, nur ein Aufnäher. Das ist einfach das Division-Logo, glaube ich. Das ist dieses Markenzeichen dafür, dass wir zu dieser Fraktion gehören. So wie immer rein, oder? Du bist so schlau. Genau, ja. Oh, ist dieser tolle Ladebildschirm. Ach, diesmal sehen wir uns nicht, genau. Luftventilation und Reinigungssysteme stimmt. Aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Wir sehen uns auf der Minikarte, glaube ich, immer noch, aber wir laufen halt in unserem eigenen kleinen Gebiet hier rum. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen.
Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Okay. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay, das genau. Ich gut. Bist du ja, soweit? Das haben wir jetzt als Herrn Bitter schon gesehen. Jetzt müssen wir noch kurz diese einzelnen Flügel untersuchen. Ich gehe mal zuerst in den Sicherheitsflügel, okay? Der ist rechts. Das ist der geradeaus oben. Nee, der rechte. Der Sicherheitsflügel, rechte? Genau. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Genau. Ah ja, okay. Hallo lieber Gecko. Noch ein Zuschauer bekommen gerade, freut mich sehr. So. Hallo Gecko. So, kurz beim Hochfahren, ich starte mal den Rechner. Ich wette, du brauchst wieder ein bisschen länger. Ich weiß ja, du und Technik. Also ich bin im Sicherheitsflügel, den Rechner habe ich schon aktiviert. Ich weiß. Okay, gehen wir nach oben hoch, oder? Ja, wir gehen nach oben. Immer diese Andeutung. Der Tech-Flügel, ja. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Okay, also somit schalten wir jetzt so nach und nach hier noch ein paar Hauptmissionen frei quasi, dass wir halt jetzt erstmal jeden Flügel in Betrieb kriegen müssen und mit einer Mission jeweils, glaube ich, bevor das Ganze halbwegs losgeht. Jetzt hier noch den medizinischen Flügel. Ja, ich bin unterwegs. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Das ist ja echt das pure Chaos hier. Das ist echt ziemlich cool gemacht. Treffe ich aber auch. Also das ist jetzt quasi unser Hauptquartier. Und das Witzige ist auch, dass wirklich jeder The Division Player eben sein eigenes Hauptquartier sieht. Also ich sehe im Endeffekt nicht, wie weit ein anderer ist. Also wir sehen uns ja hier jetzt gerade auch nicht. Wir sehen uns, glaube ich, auf der Karte, wenn man die Karte aktiviert. Finde ich auch eigentlich ganz okay. Es macht hier so seine eigene Basis sozusagen für sich, die man halt aufbessern muss. Einerseits ist es ein Koop-Spiel und irgendwie das ein bisschen doof, aber irgendwie finde ich es auch ganz cool so eigentlich. Viel Glück da draußen. Ja, genau, weil du hier dann im Endeffekt, du kannst ja dann auch jederzeit solo weiterspielen oder im Koop und dann siehst du halt deinen eigenen Spielfortschritt. Exakt. Wollen wir nochmal ganz kurz hier zu diesem, siehst du mich auf der Minikarte bei diesem Einsatzbericht, die nochmal anfordern, dass wir da neue Missionchen auf der Karte haben, die man so also ein bisschen nebenbei noch machen kann vielleicht. Bei dieser Tante meinst du? Also du bist ein Division Agent, ja? So. Ah, du hast es gerade angenommen, glaube ich, und ich habe es automatisch. Okay, cool. Hier ist nochmal Fertigungsstation. Ach, hier kann man Sachen herstellen. Cool. Ah, da muss man Blaupausen erstmal für finden. Und dafür brauchst du dann bestimmt auch nämlich dann die Materialien, die man dann teilweise als Waffen gewinnen kann. Ach, das ist ja richtig nice. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier schon mal irgendwelche Knieschoner herstellen. Und dafür bräuchte ich jetzt... Sekunde. Das ist da irgendwo. Kann ich nicht herstellen. Wo stehen denn die Ressourcen, die ich brauche? Verdammt. Fünfmal Stoff brauche ich dafür. Stufe 5 Knieschoner schon mal herzustellen. Ah, oder du kannst auch verschiedene Waffenteile herstellen. Das ist ja cool. Um Waffen höhere Qualität zu verleihen und solche Geschichten. Das ist echt, oder auch besserer Stoff quasi, den du herstellen kannst. Das ist ganz nice. Aber da brauchst du halt entsprechende Ressourcen erstmal immer für, ja. Ah, was auch ganz cool ist, wenn man die Karte mal aufruft. Also es gibt richtig viele Safe-Häuser, wo dann also menschliche Spieler sich auch wirklich sehen können. Wo siehst du denn die? Ah ja, da oben Safe-House. Ich sehe bisher bloß eins. Ach, da unten ist nochmal eins. Ah ja, okay. Ach so, das kann sein, vielleicht, weil ich war gerade in diesem Plan und habe alles aktiviert. Also ich habe hier mindestens 15 von diesen Safe-Häusern. Was ist denn der Plan? Nein, verdammt, ich bin schon so ausgegangen. Es tut mir leid. Filmsequenz. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ganz genau.
sollten Sie sehen. Wieder eine Trophäe. Wahrscheinlich gleich wieder ein kurzes bisschen schwarzen Screen. So. Ich kann an die Karte nicht ran, das ist bei mir da wahrscheinlich auch schon mit drauf. Man sieht doch ein paar, stimmt. Also wenn man her scrollt, sind doch so ein paar Safehäuser mit auf der Karte drauf, das stimmt schon, ja. Das scheint doch relativ groß zu sein. Muss ich anscheinend irgendwo freigeschaltet haben. Also das Gebiet scheint doch recht groß zu sein, muss man so sagen. Wenn man sich hier umguckt. Ah, das heißt, es gibt später auch Gebiete, die speziell dann halt... Ah, okay, bestimmte Gebiete sind halt für bestimmte Level dann auch. Das ist ja cool. Ja, ah, genau. Das ist cool gemacht auf jeden Fall. Wie so ein RPG halt wirklich. Mhm. Das ist ein sehr nice. Gamer 775, nee, Blödsinn, 975. Ich habe ihn älter gemacht, als er ist. Fragt gerade, was kostet so ein High-End-PC, um The Division auf Ultra-Einstellungen spielen zu kommen? Hast du da ein Gefühl dafür? Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Ich habe gerade so einen Text. Okay, ich habe mal weggedrückt. Also ich habe jetzt, boah, jetzt muss ich aber ganz grob mal gucken. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob mein Rechner das schafft, das auf Ultra zu spielen. Also ich habe zum Beispiel The Witcher auf Ultra laufen und nebenbei noch eine Aufnahme, was ja auch, also eine Aufnahme selbst frisst ja auch noch ganz schön Performance. Und da läuft das noch alles flüssig, das geht. Ich denke mal, Division dürfte bei meinem auch klappen. Und ich muss jetzt sagen, also ich habe meinen Rechner aufgerüstet. Also ich habe nicht alles von Grund, ich habe nicht alles auf neu gemacht, bis aufs Gehäuse. Und ich glaube, ich habe so ungefähr, ich will nicht lügen, ich glaube, ich habe schon so meine 800 bis 1000 Euro bezahlt. Also ich habe schon darauf geachtet, dass ich halt nicht unbedingt das teuerste nehme von allem oder so. Und ich weiß, dass ich dann auch in, weiß nicht, so in 4-5 Jahren den auch nochmal neu aufrüsten muss. Also zumindest meine Grafikkarte zum Beispiel ist jetzt nicht die beste, aber für den heutigen Standard wirklich sehr, sehr gut. Und also du kannst schon einen guten Rechner zusammenkriegen, wenn du jetzt nicht zwingend Wert darauf legst, wie das Gehäuse oder so aussieht, für so, ja, so. Du kriegst schon für 500, 600 Euro einen wirklich guten Gaming-PC. So, man sollte schon 800 bis 1000 investieren, dann ist ja auch noch ein paar Jahre lang auf dem aktuellen Stand, sage ich mal. Aber das ist in etwa das, was ich sagen würde, was man schon investieren sollte. Und, klar, eine Gaming-Konsole ist natürlich immer ein bisschen günstiger, aber es liegt halt auch daran, dass du halt beim Hersteller, ich sag mal, Sony hat zum Beispiel am Anfang, als sie die Konsolen, habe ich irgendwo mal gelesen, für 400 Euro verkauft haben, haben die bei jeder Konsole, ich glaube, 11 Dollar Gewinn gemacht, also 11 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, die haben im Prinzip nichts mit den Dingern verdient. Und das, woran sie dann verdienen, ist halt das Zubehör. Ich meine, die Controller gehen für 60 Euro über den Ladentisch, ne? Und die Spiele halt. Also die kosten halt für Konsolen mehr, weil halt die Entwickler da, also Sony und so, Microsoft dann halt auch entsprechend bei der Xbox One dran verdienen. Das sind dann halt diese, das was du da mehr bezahlst, verdient dann halt da entsprechend dann Microsoft bzw. Sony dran. Das ist halt einfach eine Tatsache. Und da sparst du halt langfristige Sicht natürlich bei den Spielen wieder ein bisschen. Andererseits kannst du die Spiele halt nicht weiterverkaufen beim PC, das hat halt immer so seine Vor- und Nachteile. Wobei es halt auch bei PC-Spielen häufig richtig günstige Angebote gibt und bei Konsolen ist das sehr selten der Fall. Also gerade Steam oder so hat ja richtig oft irgendwelche richtig günstigen Angebote oder du kannst halt auch über jetzt Seiten wie MMOGR oder so, wenn man sowas nutzen möchte, auch russische Keys für Spiele kaufen, die ja teilweise auch richtig günstig sind. Da die Steuern halt noch viel geringer sind als in Deutschland und da sparst du halt auch schon einiges an Geld im Endeffekt. Ja. Muss man immer für sich so entscheiden. Ich glaube, das hast du ganz gut beantwortet. Also er bedankt sich und naja, gut, klar, logisch. Für einen Gamer-PC, für das Geld kriegst du zwei Konsolen. Ja, das stimmt schon. Aber du musst halt auch bedenken, wie gesagt, bei der Konsole, du beim Gamer-PC zahlst du halt wirklich auch so, dass die Firma, die das hergestellt hat, daran Gewinn macht. Und bei der Konsole, wie gesagt, ist halt wirklich ja, das klar. Ding, der Hersteller verdient im Prinzip an der Konsole kein Geld, sondern eben daran, dass du halt die Services nutzt und jetzt Zubehör kaufst und sowas. Ja, das ist auch eine gute Info, da hast du natürlich recht. Gehen wir raus? Ja, ich mache nur kurz die Muni voll. Ja, habe ich schon. Weil ich das noch nicht gemacht habe. Geh schon mal raus und warte draußen auf Tisch. Ja, ich gehe raus. Wash your hands. After coughing or sneezing, after using the bathroom, before and after cooking or eating, before and after treading wounds, before and after handling equipment. Es ist sogar so gut, die Auflösung, dass man es tatsächlich lesen kann, ohne nah ranzugehen. Das ist toll. Ah, ist bei dir auch dieses Einführungsspielersuche aufgefloppt? Warte, ich bin noch nicht ganz draußen. Ah. Jetzt, ja. Brauchen wir nicht... Laden Sie andere Agenten in Ihre Gruppe ein, indem Sie auf sie zugehen und R drücken, okay. Mhm, Sie können Ihre Freunde über das Gruppenverwaltungsmenü einladen oder sich ihnen anschließen. Unbeantwortete Einladungen finden Sie ebenfalls in diesem Menü und Sie können die Spielersuche an Spielersuchestationen und auf der Karte benutzen, um eine Gruppe zu finden. Unendlich. Das geht sogar, dass man mit Kumpels zusammen das Spiel spielt? Über die Gruppenverwaltung?
Wie bitte? Das, jetzt also das geht das mal mit Freunden jetzt zusammen hier über die Gruppenverwaltung, das spielt dieses Spiel. Das ist ja verrückt. Also, wenn wir das gewusst hätten. Ach so, ach die Ironie. Also, Sarkasmus, jetzt ist genau, ja, Moment, genau, sorry. Ah, Achtung, ja. Es wird auch lustiger, wenn man es wiederholt und. sorry, okay. Ja. Nee, Entschuldigung. Bedürftiger Zivilist, warte mal. Ich dachte gerade, ich muss hier irgendeine professionelle Frage beantworten. Habe ich jetzt den Mysterie gegeben oder nicht? Ich glaube nicht. Ich wollte den geben. Komm mal zurück hier. Das Mysterie von mir. Naja, sie wird bleib stehen. Oder auch nicht. Hey, bleib stehen oder ich erschieß dich. Hey, ich will dir Mysterie geben. Bleib hier, verdammt. Nein, nur weil sie dein Müsli-Riegel nicht. Du kannst mich nicht schlucken will. verantwortlich machen, weil sie dein Müsli-Riegel nicht will. Die wollte nicht schlucken, mein Müsli-Riegel, ja. Entschuldigung. Ja, genau, den wollte. Nee, also es tut mir leid. Kommen wir mal zu was viel Wichtigerem. Telekommander ist im Chat. Grüß dich. oh, hi. Ein weiterer Rückkehrer. Schön, dass du da bist. Rückkehrer ist ein gutes Wort. Wir haben hier so ein. Ja, mal. Auch aus dem Star Wars Battlefront Live. Achso, okay. Dann muss ich doch echt mal irgendwann mitmachen bei dir. So, was wollen wir machen? Also, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, tatsächlich wird die Dark Zone heute nichts mehr. Das muss man aber jetzt mal so knallhart sagen. Liebe Zuschauer, es tut mir leid. Ich werde mich nachher auch nochmal selber peinigen und so. Ja. Aber wir haben jetzt Level 4. Das ist jetzt der erste Tag, wo wir das Spiel effektiv spielen. Und ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schritt für Schritt. Was machen wir? Machen wir erstmal eine Hauptquest hier direkt? Vor unserer Nase? Ja, ich finde das eine gute Idee. Okay. Also Medical einsetzen, ne? Ja, genau. Das ist doch gleich hier in Madison Square. Stimmt's oder habe ich recht? JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Oh, hier gibt es sogar Vögel, fliegende Ratten. Das ist ja wunderbar. Dann räumen sie dort auf. Oh, der ist aber gerade durch die Decke da geflogen, der eine Vogel.